Justin Leber hat ein neues Video zu Leroy hochgeladen. Auch, ich ja auch vor ein paar Stunden erst. Aber, da er wahrscheinlich Thematiken deutlich besser abdeckt, als ich das jemals kann, gehen wir da jetzt auch nochmal rein und sprechen über das Video. Ich bin schon seit Tagen gespannt. Ich wollte es nicht im Vorfeld gucken. Das tun wir jetzt gemeinsam. Es geht los! Ich war mit diesem Video eigentlich schon fertig, aber Leroy hat sich in der Zeit, die das Video nun mal zum Fertigstellen benötigt, wieder dazu entschieden, Leroy-Dinge zu tun. Zum einen soll er wohl... Was ist jetzt hier schon wieder los? Technische Schwierigkeiten! So, jetzt aber! ...ein Interview ein bisschen mies gestaltet haben, indem er jemanden einfach komplett aus dem Kontext geschnitten hat. Dazu hat Alpha Kevin ein Video gemacht, welches ich euch verlinke. Und dann habe ich auch noch Informationen bekommen von jemand anderem, der eine interessante Missrepräsentierung erfahren hat, aber das soll ich noch nicht veröffentlichen. Jetzt Jungs hat er eine Folge das Treffen hochgeladen mit einem Hooligan und einem Polizisten. Life is good. You know what I mean? Penny, Ehre. Wichtig und richtiger Sub. Wichtig und richtiger Sub. Vielen, vielen Dank für diesen Sub. Der Beuger himself, Juri, ja, moin, was ist denn hier schon wieder los, ey? Einen wunderschönen guten Abend, Herr Su, einen wunderschönen guten Abend, ey, Prominenz am Start, moin, moin. Der stärkste Powerlifter aus Norddeutschland ist unter uns. Ich kriege hier schon wieder, das ist ja schon wieder so ein kleiner Fanboy-Moment, ey. Jut Nerzu am Start und der Beuger, ich kann das alles nicht mehr. Einen wunderschönen guten Abend, jetzt kann es ja nur noch besser werden, ne? Der Abend ist gerettet. Moin! Nach der R-Abwerbung, Frank Thelen kracht die Latte unter den Tisch, wird uns Tom Neubert vorgestellt, als jemand, der mal ziemlich doll rechts war. Wie genau wird aber nicht thematisiert? Ich hab zu der Thematik... Du Scheiße! Vielen, vielen Dank für die Firma-Sub-Bombe! Oha! Oha! Die Miete ist sicher, meine Freunde der Sonne. Ehre. Vielen, vielen, vielen Dank, weil du so gute Knie beugen kannst. Ah, nein. Heute wieder gebeugt und es war die absolute Katastrophe. Absolute Katastrophe. Ah, ich muss mal wirklich die Euronen investieren, um bei dir mal einen ordentlichen Plan zu ersteigern, damit das auch mal läuft mit den Kniebeugen. 200 Kilo, die müssen sich bewegen. Da muss ich hinkommen. Vielen, vielen Dank für die Fünfer-Sub-Bombe. Das Geld ist gut angelegt. Vielen, vielen Dank. Ehre an der Stelle. Ehre. Ich kann das alles nicht mehr. Ich habe das alles gar nicht verdient. Bevor ich das aber wieder komplett den Faden verliere, ich habe, obwohl ich das Video von Leroy nicht gesehen habe, weil Leroy den Klick nicht verdient, habe ich mal in den Kommentaren geluschert, was die Leute dort zu besagten Tom zu sagen haben. Und die fanden den alle sehr stabil und sehr geläutert. Und haben das begrüßt. Was ich ja interessant finde. Sehr interessant finde. Vor allen Dingen, weil da anscheinend Informationen noch hinterm Berg sitzen, wie ja auch schon angedeutet wurden, die eventuell eine andere Blickwinkel ermöglichen. Aber werden wir in der Zukunft sehen. Fand ich aber sehr spannend, wie die Kommentare da direkt, ne, ein auf, sagst du Habibi, Abi, ein auf Abi gemacht haben, so. Alles meines YouTuber haben sich in Teile weiterentwickelt, auch KuchenTV. Ha! Stimmt. Das stimmt. 2018 war auf dem Cover der Zeitung Heute Jung, die sich übrigens mit HJ abkürzt, moin, moin, und von der Partei Die Rechte ausgegeben wird, für die auch Steven Feldmann unterwegs war. Er ist im Mons. Dorstfelder Umfeld unterwegs gewesen. Da kann es ja schon mal passieren, dass man aus Versehen so ein bisschen reinhitlert. Aber er hat dem Nazi seine ab... Ganz versehen. Reingestolpert ins Viertel. Aus Versehen. Das passiert in den besten Familien. So, ne? Verirrst dich mal kurz, biegst einmal rechts zu oft ab und dann plötzlich ist der Arm hoch. Man kennt das. Das ist also wirklich. Abgeschworen, sagt er. Jetzt ist er halt nur noch ein gewaltbereiter Hooligan. Bei der Truppe Riot 0231. Zum Hall, also ne, ganz normaler Sonntag halt. Und Gewaltbereitschaft, habe ich in den Kommentaren von unter Leroy's Video gelesen, ist ja nicht schlimm, solange man keine Gewalt, ne, ausübt. Ganz normale Logik. Gegen gewaltbereite Menschen, das ist ja völlig legitim. So. Weil, solange sie keine Gewalt auslösen. Also. Diese mentale Gymnastik, die in den Kommentaren von Leroy getan wurde, um die Aussagen und diese Personen irgendwie zu White Knighten. So. Ja, der ist ja auch so vernünftig und die Polizei bräuchte mal so jemanden und. Ey, wirklich,
Du kriegst Schleudertrauma vom Kopfschütteln. Da kannst du nicht ausdenken. Ist ehemalig, die haben sich jetzt theoretisch aufgelöst. Was heißen soll, die heißen einfach nur anders und sind genau dieselbe Truppe wie vorher. Klassiker. Also bei dieser Truppe ist er unterwegs. Was gibt's denn dazu zu sagen? Die ist immer noch im Neonazi-Milieu unterwegs. Zu dieser Gruppe gibt's. Aber er distanziert sich trotzdem aktiv von dem Milieu, bleibt aber in der Gruppe, die sich nicht ist. Das ist halt ganz normale, ne? Ganz normale gute Erziehung ist das. So macht man das doch, oder? Gibt es sogar eine Reportage, die pikante Details gefunden hat. Wie zum Beispiel, dass Toms Truppe Dennis Nikitin nahestehen soll und mit dem verbunden ist. Der Angriff 2016 während der Europameisterschaft von russischen Schlägern geht auf seine Kappe und er ist Gründer der Modemarke White Rex. Hier sehen wir ein paar Bilder, was die so vertreiben. Ebenfalls verbandelt ist seine Truppe mit dem nationalen Widerstand Dortmund. Dass er mit denen nichts mehr zu tun hat, kaufe ich ihm ehrlich gesagt nicht ab. Ich kann falsch liegen, natürlich. Ich frage mich an der Stelle halt einfach, warum er im... Das sind nur besorgte Bürger. Neue Verfassungsfreunde und besorgte Bürger. Im letzten Video, das er hochgeladen hat, mit dem T-Shirt von der Gruppe unterwegs war. Die sich jetzt halt nicht mehr Riot 0231, sondern Hooligans Dortmund nennen. Das kann den Besten passieren. Das ist einfach in der Wäsche reingerutscht worden. So von seinem Mitbewohner. Ja? Das hat nichts zu bedeuten. Aber die Polizei kann solche Leute gebrauchen. Wie gesagt, hat wurde in den Kommentaren gesagt. Mal abgesehen von seinem Posting mit Waffen, will ich kurz die Frage stellen. Warum muss er 7 Jahre in Haft? Was hat der Kerl angestellt? Ich habe keine Ahnung. Ich will jetzt aber auch nicht zu tief gehen, das soll einfach mal kurz dienlich dafür sein, dass Leroy nicht ganz so vertraut ist mit dem Begriff Background-Check, beziehungsweise dass es ihm einfach egal ist. Fangen wir jetzt auch mal mit dem Main-Video. Ich würde sagen, das hat er noch nie gemacht. Das ist ein Fremdwort für ihn. Leroy hält von Background-Checks genauso viel wie... von einem sensiblen Umgang gegenüber Opfern, die er Plattform bietet. So, Bruder, also. Mit Anlauf geht er da rein. Das war ein bisschen pietätlos. Aber Leroy kann laufen. Ich wollte gerade sagen, Bruder, war ich gerade einfach mal eben. Aber er kann ja laufen. Dieses Video wird schwierig. Ich bin an einem Punkt, an dem ich nicht so ganz weiß, wie ich das hier handhaben soll. Wir haben ein Leroy-Video, in dem ein 100-jähriger Opa sitzt. Dieser Opa verbreitet straight-up Lügen über den Zweiten Weltkrieg und stellt manche Sachen schon fast romantisiert dar und suggeriert, dass die deutschen Soldaten deutlich unschuldiger waren, als man sagt. Beginnt das Interview aber paradoxerweise mit der Bekundung, dass er aufklären möchte und der Jugend Bescheid geben will, wie sie sich heute verhalten sollen. Also im Endeffekt nicht das, was im Video passiert. Ich stelle mir selber gerade die Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Bin ich nachsichtiger, weil wir hier ein... Nein! Was für Nachsicht! Mir ist völlig egal, wie alt er ist. Bruder, wenn der geschichtsrevolutionistische Sachen sagt, so, dann... What the hell? Ab in sein Genick! Direkt kritisieren den alten Tausel. Was ist denn da los? Alter, schützt nicht vor... Nee. Um Gottes Willen, nein. Meine Oma ist auch aus der Zeit und trotzdem ist sie nicht. Oh, aber früher haben die Soldaten sich auch nicht Mühe gegeben und waren gar nicht so schuldig, wie es heutzutage gesagt wird. Nee, also... Halshop. Und der wird halt krass gewhitenightet, der alte Mann in den Kommentaren. Auch die habe ich mir durchgelesen. Uralten Mann haben? Tu das mit, ja, Onkel Seppel, red du mal ab und halt mich in meiner sonst gerne auch mal derberen Wortwahl zurück. Einfach nur wegen dem Alter. Die sagen, du warst respektlos, haben keine Ahnung und sollen sich raffen. Oder boller ich los, weil der Nazi war, der heute, wie gesagt, von einem 7-stelligen Publikum Lügen über den Zweiten Weltkrieg und die NS-Zeit verbreitet. Zweiteres. Halt stellenweise einfach nachweisbar falsch sind. Ich bin zu einem Entschluss gekommen. Irgendwie fühlt es sich nämlich komisch an, auf so alte Menschen so einzubollern. Es gibt verbale Dresche. Und zwar für Leroy. Aus der Hölle! Manchmal will ich Jasnero nehmen und schütteln. Wie kann man denn immer so gutherzig sein? Was soll denn das? Er sagt es sogar selber! Das ist ein alter Mann, der sich hinstellt und geschichtsrevolutionistische Lügen erzählt. Vor einem Millionenpublikum. Wenn man kritisieren darf, dann das. Ihm soll der Hauptfokus liegen, weil er das Video und die Inhalte, also die Ideen, verbreitet hat. Im ersten Part gehe ich mal auf den riesigen Elefanten im Raum ein, was Leroy halt alles so desaströs falsch macht und gerade in diesem Video. Und im zweiten Part beziehe ich mich auf direkte Passagen. Das Leroy hat by the way Informationen aus dem bekannten Verwandtenkreis bekommen. Das Leroy einfach, er hat einfach Mimis Akten, Mimis Software mit den Akten von Screwers geklont.
einfach von jedem bekannten Informationen von allen am Start. Es gibt Menschen, mit denen legt man sich nicht an. Und Justin Jerome gehört auf jeden Fall zu diesen. Wichtig und richtig, Informationen aus dem Freundes- und Verwandtenkreis zu besitzen. So ein Netzwerk hätte ich auch gerne. Das macht schon Sinn. Videos. Wenn vor so einem breiten Publikum falsche Dinge behauptet werden, könnte man meinen, dass ein Moderator die Aufgabe hat zu intervenieren. Es ist kein Geheimnis mehr, dass man sich wirklich anstrengen müsste, überhaupt jemanden zu finden, der dilettantischer im Bereich der Moderationskünste ist als Leroy. Spontan würde... Ein Stein! Ein Stein! Oder niemand! Wahrscheinlich würde das Nichts besser moderieren als Leroy. Mit der höchstens Markus Lanz einfallen? Der übrigens aus dem diametral gegenüberstehenden Gründen. Wenn man da mal einen Satz ohne sein Dazwischengerölpse hören darf und somit dem Gespräch auch folgen kann, das ist schon ein Happening bei ihm. Naja, was erwartet man von einem Moderator? Wenn ich Markus Lanz höre, ne? Emotional Damage! Ich bin selber einer der Menschen, die am meisten unterbrechen. Das ist super nervig. Ich hasse es selber auch doll. So, weil ich einfach nicht warten kann, weil ich ungeduldig bin. So. Aber wenn mich etwas noch wütender macht, als die Tatsache, dass ich selber Leute unterbreche und das Gespräch deswegen teilweise unglaublich lange blockiere, dann selber unterbrochen werden. Gerade wenn ich den Faden nämlich habe und einen Punkt verargumentieren möchte, 10-mal unterbrochen werden. Das ist... Und Markus Lanz ist die personifizierte Unterbrechung. Ich kann diese Menschen nicht haben, ne? Gar nicht. Dessen bestes Argument doch ist, also zurück zu Leroy. Und ich hasse nicht viele Menschen, ne, wirklich, ich hasse wirklich nicht viele Menschen, ne, aber Markus Lanz ist mit ganz oben. Es wurde nicht eine einzige offensichtliche Falschbehauptung korrigiert und unreflektiert durchgewunken, gar teilweise gelobt. Warum das gerade in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg vor so einem riesigen und auch jungen Publikum nicht die beste Idee ist, das könnt ihr euch schon selber denken. Ob das jetzt an Herrn Mantatas Inkompetenz zu moderieren oder seiner himmelschreienden Unwissenheit im Bereich Geschichte liegt, wahrscheinlich beides. Da gäbe es jetzt die Möglichkeit, solche geschichtsträchtigen Themengespräche und Interviews... Es gibt null Notwendigkeit, dass der solche Formate hat, dass der solche Leute vorlädt. Es gibt da null Notwendigkeit, wenn er selber nicht in der Lage ist, diese Themen zu moderieren. Das hat null Mehrwert. Also was, ganz ehrlich, was macht er als nächstes? Lädt er jemanden von QAnon ein? Oder einen Pädokriminellen, der dann erzählt so, ja, aber eigentlich wollten die Kinder das oder so. Also jetzt mal Butter bei die Fische. Es gibt überhaupt keinen Mehrwert dabei, dass ein Leroy Menschen einlädt, die das Potenzial besitzen, hochgradig kritische und schwierige Sachen zu sagen. Der kann vielleicht kleine Kinder interviewen. So, der kann über Farbkompositionen diskutieren und interviewen, so. Aber nichts Gesellschaftskritisches. Dafür müsste er selber überhaupt in der Lage sein, Sachen zu kritisieren. Oder überhaupt mit Kritik umzugehen. Da kriege ich auch schon wieder Puls. Denn seit Gott und die Welt ihn kritisiert, reagiert er einfach null drauf. Null. Seine Reaktion auf Kritik ist so, hab ich nicht gesehen, blockieren. Digga. Der Kessel der Neuzeit kommt bald zu Leroy. Come on. Come on. Und als nächstes Hans-Georg Maaßen oder was? Und der darf dann erklären, warum der Verfassungsschutz unter ihm alles richtig gemacht hat. Erst gar nicht zu führen, weil da halt eben sonst so ein Klamauk und so ein Seemannsgarn bei rumkommt, wie in diesem Video. Die andere Option wäre, wenn man es unbedingt machen möchte, das Ganze via Infotafeln richtig zu stellen und den Zuschauern so wenigstens Informationen zu vermitteln. Auch wenn das die eher ineffizientere Methode ist, weil man dafür die ganze Zeit hingucken müsste und viele solche längeren Videos halt einfach als Podcast auf dem Zweitbildschirm oder beim Essen laufen lassen. Ja. Es ist dennoch obviously! So, was siehst du da auch die ganze Zeit so? Du siehst halt einen alten Mann und du siehst Leroy im Rollstuhl. Also, viel für die Augen hast du da nicht. Heißt, du kannst es nebenbei machen, was die meisten Menschen auch machen. Besser als gar nichts zu tun. Als Leroy noch bei Funk war, gab es wenigstens noch gelegentlich diese Tafeln. Die Ausrede, dass er jetzt... Die war auch völlig irrelevant. Diese Tafeln waren auch komplett am Ziel vorbei. So. Das war halt... Ja, aber wir haben es, das war so eine Absicherung. So. Ja, wir haben doch hier so eine Tafel. So. Ja, aber die hat keiner mitgekriegt. Unterbrech doch das verdammte Video und ordne das ein, was gesagt wird. Nimm dir die Zeit oder lass es ganz.
nicht mehr finanziert wird, lasse ich übrigens nicht durchgehen, weil ich mir relativ sicher bin, dass er jetzt um einiges mehr verdienen wird als vorher. Obviously. Und er somit die Videos bezahlt noch gegenchecken und ausbessern lassen könnte, ohne Probleme. Ich plaudere mal aus dem Nähkästchen. Leroy wird einen besseren CPM haben als ich, da bin ich mir relativ sicher. Seine Videos sind halt deutlich länger und das ist auch ein Faktor dafür. Ich habe mit 1 Million Aufrufe $6,000 verdient. Leroy macht 6 Millionen Aufrufe im Monat, das Sechsfache von mir. Und er hat einen Zweitkanal, der mehr Aufrufe macht als ich, plus Placements. Sei ihm auch gegönnt. Für Werbeintegration kann man eigentlich so im Durchschnitt 40 Euro pro 1000 Aufrufe verlangen. Mein bester Deal war irgendwo bei 65. Ihr könnt euch also ausmalen, wie viel er wirklich verdient. Sei ihm auch gegönnt. Und dann sagt er in seinem Funkstatement, und das hat mich so mad gemacht, das könnt ihr euch nicht vorstellen, dann sagt er in seinem Funkstatement, nachdem wir gerade mal eine grobe Schätzung von Leroys Einnahmen bekommen haben, dass er ja nicht in der Lage war, eine Spendenaktion zu machen. So. Für die Dame und für ein paar andere Personen, die das wirklich nötig hätten, weil er ist ja mit seinem Hauptkanal, Leroy will's wissen, bei Funk. Und da darf man sowas nicht. So, während er halt wirklich viel Asche macht in seinem Zweitkanal allein schon so. Sowas ist so, also sowas macht... Tu doch nicht so! Tu doch nicht so! Das ist mir doch, also... Aber da frage ich mich an der Stelle, wieso reicht es da nicht dafür, jemanden zu bezahlen, der die Videos ausbessert und Infos bzw. Richtigstellungen anbringt, wenn... Mit der Reichweite sollte man eigentlich locker 100.000 Euro im Monat verdienen. Und wenn er davon 10% nehmen würde und das der Frau geben würde, die unter Altersarmut leiden würde, also die wird sich ein Tod des Todes freuen. Die lebt von 400 Euro im Monat. So, also... Es ist halt so dreist. Es ist so dreist ins Gesicht der Zuschauer gelogen, sodass da keine Möglichkeiten waren, irgendwie den armen betroffenen Menschen Geld zukommen zu lassen. So. Ein Bullshit ist das. Leroy selber nicht dazu in der Lage ist, gerade bei so wichtigen Themen. Sind es die... Ja, er war raus bei Funk. Und als Teil der Begründung, warum er rausgegangen ist bei Funk oder warum er nicht mehr unter Funk ist und nicht glücklich war bei Funk, war, dass er zum Beispiel nicht in der Lage war, Spendenaktionen durchzuführen für Leute, die es gebraucht hätten, dass er mehr Möglichkeiten hätte, auch mit Werbepartnern zusammenzuarbeiten und dass Funk ja ihn kontrolliert, aber auch nicht kontrolliert, was er in seiner Story, der Parabelritter hat ein sehr gutes Video über die Manipulation, die Leo an den Tag gesetzt hat, in dem Statement gemacht, so. Kann ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen, ist auch auf seinem Zweitkanal. Und da kriegst du, also wirklich, du schleuderst. Vom Kopf schleuderst. Also, dieser Mensch, Leroy, ne, das ist halt einfach, der soll sich löschen gehen. Dann krieg ich direkt wieder Puls. Dieser Mensch ist absolut dreist. Die paar Euro nicht wert, keine Falschinformationen in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg zu verbreiten, bei dem NS-Soldaten deutlich besser dargestellt werden, als sie waren? Merkst du was? Gerade bei so wichtigen Themen sollte das absolut im Fokus stehen. Ja, der merkt dabei ihm auf Richtigkeitsansprüche offensichtlich aus Leibe gesprühkotet wird, mache ich dieses Video hier, um den Quatsch einfach so ein wenig richtig zu stellen. Es fängt übrigens schon bei Thumbnail und Titel an. Ja. Da gibt es wirklich eine gewaltige Indiskrepanz. Der Opa soll angeblich Hitlers Leibwächter gewesen sein. Im Video wird aber erzählt, dass er ein stinknormaler Soldat... Wollte mich verarschen. Der macht nicht legit Clickbait damit. Indem er einfach einen verdammten Soldaten einfach missrepräsentiert und deutlich größer aufbläst, nur um Klicks damit zu machen. Wollt ihr mich verarschen? Das kannst du dir nicht ausdenken. Keine SS, einfach ein normaler Soldat war und nur zufällig in die Sperrzone 1 berufen wurde. Hitlers Leibwächter wurdest du eigentlich nur, wenn du bei der... Das war mein Opa auch und trotzdem tue ich jetzt hier nicht ein auf... Digga, so gut wie verdammt nochmal jeder Opa, der irgendwo im Krieg gedient hat, so... war Soldat. Wenn sie dann halt Deutsche waren, so. Was zur Hölle? Hat sich da einfach nur irgendjemanden reingeholt, der in der... Digga, das kannst du dir nicht ausdenken, ohne Scheiß. Leibstandarte SS, kurz LSSAH bist. Das war quasi eine Elitetruppe in Anführungszeichen, die dezidiert als Leibwache eingesetzt wurde.
sprich die übelsten der üblen Nazis, die es damals gab, nicht nur an Barbarei und Abscheulichkeit kaum zu übertreffen, sondern hundertprozentig NSDAP-treue, überzeugte Nazis, die voll an Bord waren, sonst wären die wohl kaum bewaffnet in die Nähe Hitlers gelassen worden. Das sollte eigentlich jedem klar sein, der seinen Verstand benutzen kann. Entweder lügt Leroy hier im Titel und Thumbnail, oder dieser Mensch wird im Video signifikant unschuldiger dargestellt, als er es eigentlich tatsächlich war, denn es gibt schon einen großen Unterschied zwischen SS und normalen Wehrmachtssoldaten. Abgesehen davon war der letzte überlebende Leibwächter Hitlers, Rochus Misch, der am 5. September 2013 gestorben ist, also vor knapp 10 Jahren. Das war der letzte. Ich dreh hier noch ab. Leroy, mal im Ernst, hast du es nötig, schon im Titel und Thumbnail zu lügen? Muss das sein? Hat da vielleicht jemand die Klicks vom Herbert Döring-Interview gesehen und wollte auch einfach mal so richtig auf den Putz hauen? Ich verstehe den Approach, absoluten Zeitzeugen von der Nazi-Seite interviewen zu wollen. Das kann man ja auch machen und das könnte wirklich interessant werden, wenn der O-Ton des Interviews nicht wäre, welche Farbe die Fliesen in der Sperrzone 1A hatten, sondern wirklich direkte Fragen zu den Gräueltaten, die hätten gestellt werden müssen. Ohne Mist. Dieser Mensch, ne? Ich schäme mich schon wieder, Teil seiner Minderheit zu sein, so. Ich schäme mich schon wieder. Weißt du, ich bin damals groß geworden als jemand, der keine wirklichen Bezugspunkte hatte. Es gab keine Menschen mit Migrationshintergrund, die irgendwie sichtbar waren in unserer Gesellschaft, so. Die man so kannte, das waren dann so irgendwelche aus irgendwelchen Serien aus Amerika. So. Es gab für mich keine deutschen Bezugspunkte, die mit einem Migrationshintergrund hatten, mit dem ich mich assoziieren bzw. identifizieren konnte. So, und jetzt mittlerweile gibt es durch Social Media Creator und sowas, die schwarz, auch nicht viele, leider. So. Und dann gibt es einen Leroy, der hier aktiv mit seinem Thumbnail und sowas lügt, um Reichweite zu machen, nur um ein paar Daumen hoch von ein paar, damals war es wirklich gute Zeit, Menschen zu kriegen, so. Ohne Witz, da krieg ich Schaum vor dem Mund, Alter. Das ist die Repräsentation, die wir kriegen. Danke, Leroy. Leroy hat eine einzige Frage in 30 Minuten gestellt, die auch nur ganz leicht in diese Richtung geht. Man hätte so viel Spannendes fragen können. Aber das, egal aus welchem Aspekt, dieses Interview war die reinste Clown-Fiesta. Es war nicht spannend, es war nicht informativ, es war nichts. Das war ein Fliegenschiss. Komm schon, wie sehr kann man es eigentlich verkacken? Er hat jetzt nicht wirklich nach der Fliesenfarbe gefragt, auch wenn mich das nicht gewundert hätte. Das war einfach eine Überspitzung. Die Fragen waren nämlich wirklich im Vergleich zu dem, was man hätte besprechen können, unsagbar belanglos. Wenn man es halt richtig und ordentlich kritisch anstellt, so nachbohrt und auch mal nachfragt, ey, völlig fein. Aber Leroy hat sich für... Hat er gar keinen Anspruch, hat er gar kein Interesse dran. Und deswegen gucken die Leute ihn ja auch gar nicht. Das ist ja genau das Ding. Die Leute wollen ihn ja nur sehen, wie er irgendwelchen unglaublich schwierigen Menschen Plattform gibt und deren Ideologie weiter verbreitet, ohne dass er es in irgendeiner Weise kritisiert. Damit ja die Menschen nicht aus ihrer komischen Bubble rausgerissen werden. Deswegen hat er so viel Reichweite. Wenn der Quotenschwarze im Rollstuhl und so nett grinst und mit großen Augen mal ganz nette und angenehme Fragen stellt, ja, dann schaltet man gerne mal ein. Und dann, das ist doch ein richtig integrierter, ja, doch richtig guter von denen. Ja, der darf gar nicht bleiben, so ein Token halt. So. Das macht mich so matt. Ohne Witz. Den Pfad entschieden, einfach wie ein Wackeldackel daneben zu sitzen und mit dem Kopf alles abzunicken. Es wäre schön, wenn es dann auch noch ein Interview geben würde, das einen überleben. Hätte auch eine Videoschalte machen können und den einfach schwadronieren lassen. In der Gräueltaten zu Wort kommen lässt. Das würde wahrscheinlich auch besser ankommen als so ein unsauberes Interview, in dem auf einmal traurige Musik eingespielt wird, wenn der Opa davon redet, dass seine ehrenhaften NS-Kameraden gefallen sind. Naja gut, sonderlich harte Kritik gab es dieses Mal nicht, wenn man mal in die Kommentare schaut. Da wurde leider nicht so viel reflektiert und man hat irgendwie auch nicht verstanden, was da gerade passiert. Irgendwie 10% haben es vielleicht gecheckt, laut Bewertung. Aber jetzt wird es auch mal Zeit, sich das Video direkt anzuschauen. Ich konzentriere mich hier erstmal auf die dicksten Brocken, damit wir hier auch noch irgendwann fertig werden. Das ganze Interview ist unten verlinkt. Es fängt im Intro, also im Vorspann, übrigens schon mit einer der geschichtsrevisionistischen Lügen überhaupt an. Mit der Schutzbehauptung. Die Niemand hat irgendwas gewusst, Lüge. Darauf gehen wir aber des Kontext halber, wenn sie im Video kommt, in Gänze ein. Ich wollte einfach nur nochmal darauf hinweisen, dass Leroy eine der beschissensten Stellen für so gut erachtet, dass er sie direkt an den Anfang schneiden muss. Also das ist auch mal eine Möglichkeit der Selbstkasteiung. Den größten Patzer, den größten Ich-habe-reingeschissen-Moment direkt zu Beginn bringen. Naja, die erste kritische... Dass man von vornherein weiß, was man zu erwarten hat. Ohne Scheiße. Schmutz. Einfach nur Schmutz. Aussage kam auf die Frage, wie war es auf andere Menschen, spezifisch auf russische Soldaten zu schießen? Kurt antwortet, dass ihm... Gerade bei russischen Soldaten ist das noch was anderes, weil das sind ja andere Menschen und die gehen mit den Kugeln
mit dem Kugelhagel, den man auf die loslässt, noch ein bisschen andersrum so. Also was ist das für eine Frage, Alter? Das kannst du jeden Soldaten, der im Krieg war, fragen. Jeden! Wie ist das so auf Soldaten? Bruder, was ist das für eine Frage? Aber ja, dann lass uns das den 100-jährigen Nazi-Opa fragen, wie das wohl so war, auf Soldaten zu schießen. Das ist das, was die Leute wissen wollen. Dieses direkte Gefühl nicht bewusst war und sagt dann Folgendes. Wir mussten uns dort nur verteidigen und wir hatten mit der Zivilbevölkerung immer ein gutes Verhältnis. Na. Warte, will er uns gerade sagen, ja, die Deutschen mussten sich im deutsch-sowjetischen Krieg nur verteidigen? Ich glaube, das war so ein wenig anders. Am 22. Juni 1941 ist die deutsche Wehrmacht mit dem Unternehmen Barbarossa nämlich in Russland einmarschiert. Ich weiß also nicht, wie man darauf kommt zu sagen, dass die Deutschen sich nur verteidigen mussten. Und dass die russische Zivilbevölkerung verteidigen, ja, ja. Das ist die, du schiebst die Grenzen weiter rüber und dann verteidigst du sie. Verteidigungstaktik. Ja. Mit den aggressive Verteidigung. So ein Ding ist das nämlich. Die deutschen Soldaten, die dort eingefallen sind, für einen Vernichtungskrieg ein gutes Verhältnis hatten. Also komm schon, es geht aber noch weiter mit der Behauptung. Amerika hat sich auch immer nur verteidigt. Im Irak, im Iran, in Afghanistan. Haha, ja, ja. Alles nur... Überall verteidigt. Aktive Verteidigung. Charlians hassen diesen Trick. Die Charlians hassen diesen Trick. Ist so. Das ist typische Galemal-Taktik. Verteidigung ist doch nur. Ja. Der hier. Van Belzer war so. Einfach aktive Verteidigung hier. Aber das geht durchs ganze Land so. Muss man wissen. Also ich muss ehrlich sagen, wenn wir von den Zwiebeln gekriegt haben oder Eier oder sowas, wenn wir mal im Dorf lagen, das haben wir immer ehrlich bezahlt und alles. Mehr nichts den Leuten weggenommen. Na, die Deutschen haben ehrlich bei den Russen nicht geplündert. Das hatten wir noch nie. Soldaten, die nicht plündern im Krieg. Oh, ja, das muss stimmen. Weil wenn diese eine Person das sagt, dann muss das so gewesen sein. Auf jeden Fall. Er hätte ja auch überhaupt gar kein Interesse daran, seine eigenen Taten irgendwie zu relativieren. So. Was sollen Russen mit Reichsmark einkaufen? Auf dem Marktplatz. In Berlin. Ganz normal. Der Wechselkurs war super. Die sind dann nämlich, haben die sich in den Pott getan, die Russen, ne? Und sind dann irgendwann mal rübergetigert nach Deutschland und haben dann mit Reichsmark bezahlt. Nach dem Krieg. Rosen sind wie man das rot, macht. Feinchen sind blau. Ehe. Du gibst Tremondo ein Sub, sonst mache ich dich zusammen. Vielen Dank für dein Sub. Vielen, vielen Dank. Für 3 Monate im Voraus. Ehre, dass ich da so einen Vertrauensvorschuss bekommen habe. Das ist doch nicht gerechtfertigt. Das ist doch nicht gerechtfertigt. Vielen, vielen, vielen Dank. Eieiei, ich kann das alles nicht mehr. Gekauft. Möchte Kurt uns gerade wirklich erzählen, dass da alles Friede vor der Eierkuchen war? Ja, ich zitiere mal kurz. Die Zivilbevölkerung massiv zu verringern, also zu ermorden, gehört von Beginn an zur Strategie des Angriffskrieges der Deutschen auf Osteuropa. Nein, wir haben da nur Kaffeeklatsch. Wir haben da Urlaub gemacht. Das war kameradschaftlicher Urlaub an der Front. Da wurde niemand dezimiert. Das war alles menschenfreundlich. Das war ein humaner Krieg, war das. Was auch nicht verwunderlich ist, jemand, der sich mit der Propaganda damals auseinandergesetzt hat, wusste, als was die osteuropäische und sowjetische Bevölkerung damals bezeichnet wurde. Ja. Ich kann es hier nicht genau aussprechen. Deswegen spricht man ja auch in dem Fall von antislawischem Rassismus. Weil da wirklich dieser rassenideologische, ne, Kante gefahren wurde, Menschen entmenschlicht wurden, weil ihnen irgendwelche ideologischen, pseudobiologischen Charakteristika aufgesprochen wurden und sie deswegen entmenschlicht wurden. So. Das ist halt also, die Menschen, wir haben die als Menschen geachtet und haben ja auch deren Lebensmittel gekauft und mit Reichsmark bezahlt. Ja, weil wir haben sie als Menschen geschätzt. Propaganda kannten wir damals nicht, ne. Aber es wurde schon relativ deutlich gemacht, dass man diese Menschen als Menschen zwar... Keine Säuberungen. Ich habe keine Säuberung passiert, gesehen. Die ist nicht passiert. Hier haben wir keine Säuberung gehabt. Es ist halt, also Bruder, es ist halt einfach... Ich krieg echt noch Schleudertrauma hier. ...der Klasse anzusehen hat. Was ist mit dem Massaker von Koryukivka? Kam man da auch super mit der Zivilbevölkerung aus und wurde mit Zwiebeln und Eiern begrüßt? Ich zitiere nochmal. Dabei gab es in Weißrussland und Russland, in den baltischen Staaten und in der Ukraine tausende Orte, die niedergebrannt wurden, an denen Frauen und Kinder, Greise und Kranke ermordet wurden.
Orte unaussprechlicher Gewalt. In den westlichen Teilen der Sowjetunion gab es kaum eine Familie, die nicht betroffen war. Das hier ist eine kleine Zusammenfassung der Gräueltaten, die damals von der deutschen Seite begangen wurden in diesem Krieg. Was da im Video erzählt wird, dass die Zivilbevölkerung super auskam mit der Wehrmacht, ist absoluter Bullshit. Das macht mich so wütend, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Solche Menschen sind der Grund, warum wir uns nach so vielen Jahren immer noch rechtfertigen und über diese Themen sprechen müssen. Weil die aktiv die Verantwortung, die wir als Land haben, bezüglich der Zeit infrage stellen. Hier geht es auch gar nicht um Schuld oder sowas. Es geht darum, dass wir anerkennen, dass wir vor vielen Jahren super krasse Scheiße gebaut haben und dass wir Sorge tragen, dass das nicht wieder passiert. Und was tun wir? Indem wir solche Menschen interviewen. Nee, die Leute, die haben uns Eier und Zwiebeln gegeben. Die waren alle voll doof, die waren voll nette Menschen. Und ja, aber die AfD und die Rhetorik von denen, das ist ja alles völlig ganz normaler Sprech und sowas so. Wir fangen genau wieder so an, wir knüpfen genau da an, wo Menschen wie der damals aufgehört haben so. Und tun so, als wäre das alles völlig doof gewesen. Gar nicht so schlimm. Selbst wenn man die genauen Taten nicht kennt, sollte man mit gesundem Menschenverstand darauf kommen, dass ein Vernichtungskrieg auch der Zivilbevölkerung gegenüber nicht gut bei eben dieser ankommt. Und jetzt kommt wirklich der absolute Kicker. Das hier fügt Kurt noch hinzu. Die heutigen Verhältnisse, wie das alles geschildert wird, kann ich mir gar nicht vorstellen. Das war bei uns gar nicht Sitte und. Na, ja, wenn er das nicht sich vorstellen kann, so, ne? Wenn er sich das nicht vorstellen kann, dann war das auch nicht so. So funktioniert nämlich Realität. Die baut sich da um deine Vorstellungskraft auf. Ich zum Beispiel kann mir nicht vorstellen, dass Leroy existiert oder dass er existiert. Ergo leben diese Menschen nicht und sind nur Roboter. Muss man wissen, weil ich kann mir ja nicht vorstellen, dass man bereitwillig so einen Schwachsinn in den Äther rausbläst. Zwangsläufig können die ja dann auch nicht existieren. Müssen ja auch nur Ausgeburt meiner Fantasie sein. Einfach, ja, Pipi Langstrumpf-Effekt, halt echt. Kann mir nicht ausdenken. Nee, also, das kann ich mir nicht vorstellen. Gräueltaten, Verbrechen gegen Menschlichkeit. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Rosen sind rot, Veilchen sind einfach, blau. Du gibst Tremondo ein Sub. Sonst what the hell? Direkt nächste Person. Direkt nächste Person. 3 Monate voraus. Der Vertrauensvorschuss. Ehre. Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank. Und auch erst seit drei Minuten Abonnent und direkt 3 Monate rausgehauen. Krass. Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Krass. Ehrenmensch. Leute, Mensch, ich habe schon wieder einen Ruhepuls von 30 Millionen. Ohne Witz, ich bohre mir vor Wut noch den Weg runter bis zum Erdkern, den ich dann runterkühle mit meiner Kerntemperatur. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ich verstehe das nicht, dass dieser Mensch sich wirklich unkritisch hinstellt und einfach alles leugnen kann, was darüber berichtet wird. So. Naja, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das so war. Ja, Menschen können sich nicht vorstellen, dass die Grippe existiert und trotzdem existiert sie. Wir haben also keinem Russen was Leute getan. Also an der Stelle kann man ja davon ausgehen, dass Leroy darüber Bescheid weiß und interveniert, oder? Weil der wird sich doch bestimmt auf so ein schwerwiegendes Thema vorbereitet haben, bevor er sich da mit ihm hinsetzt. Wenn der Kerl da gerade sagen möchte, dass die Deutschen doch gar nichts Böses da gemacht haben, sollten sofort alle Alarmglocken schrillen. Das war Leroys Antwort. Außerdem der auf der Front gegenüberstand. Der hat doch auf uns geschossen. Um den ganzen die Krone aufzusetzen. Ja, aber die haben ja auch auf uns geschossen. Bro. Ey, jetzt mal wirklich Butter bei die Fische. Das kannst du dir doch nicht ausdenken. Zu dem Satz, die haben ja auch auf uns geschossen, sagt Herr Matata gar nichts. Das lässt er gänzlich unkommentiert. Ja, ach was, wie kommt das denn? Die haben auf euch geschossen, nachdem ihr bei denen eingefallen seid. Die sind da nur, die wollten da nur Urlaub machen. Die sind da reingepurzelt, die wollten da gar nicht hin. Eigentlich wollten die in den Norden. Das kannst du dir nicht ausdenken, Alter. Dass er es wirklich glaubt, kann ich mir vorstellen, Indoktrination und Trauma können wirken. Ja, das ist richtig, das kann schon sein, nur kann er trotzdem nicht die Realität von 1000 anderen Menschen, Millionen von anderen Menschen aufgrund seines Traumas absprechen. Das geht nicht. Auch im Nachhinein, in seinem Alter sollte er in der Lage sein, zu reflektieren und zu wissen, dass seine Wahrnehmung
eine andere ist als die von anderen Menschen. Selbst wenn er es für sich selber nicht so sieht, das einfach so unkritisch da stehen zu lassen, so, ja, nee, eigentlich waren wir völlig im Recht und die völlig okay, weil die haben ja nur zurückgeschossen, weil die auf uns geschossen haben und dass wir in deren Land eingefallen sind und einen Vernichtungskrieg versucht haben dort so, das sind Randfakten. Alles irrelevant. Das ist einfach, der lebt, also nee, wirklich. Da hätte Leroy was sagen müssen. Und tausende Orte samt Bevölkerung vernichtet habt? Wie kann das denn kommen? Er rechtfertigt bzw. relativiert damit auch noch durch die Blume den Angriffskrieg, selbst wenn das von ihm nicht beabsichtigt sein sollte. Seine Absicht kann man ja nicht klar benennen, weil es einfach unbehandelt bleibt. Ich will dem da nichts unterstellen. Du hättest da einen verkackten Stein neben den Opa setzen können. Ja. Da wäre genauso viel bei rumgekommen. Leroy hat einfach mal wieder geleroyt. Als nächstes kommt die Szene, in der Leroy traurige Musik einblendet, während der Opa davon schwadroniert, dass seine Kameraden im Krieg gefallen sind und was es doch für ein schwerer Verlust für ihn war, dass die Deutschen da gestorben sind. Ich erspare euch das mal, aber es kommt schon irgendwie ein bisschen zynisch rüber. Wie gesagt, wenn ihr das ganz sehen wollt, ist unten verlinkt. Es wird umso peinlicher für Leroy, wenn man das Ganze mal aufarbeitet und sich das danach zu Gemüte führt. Kurt, ich muss dir erstmal ein großes Lob aussprechen. Du erinnerst so viele einzelne Details und das ist so unfassbar lange her. Das ist, glaube ich, auch wichtig für die Zuschauer, dass ihr euch da versucht hineinzuversetzen. Ja, aber erinnert sich ja offensichtlich falsch. Sachen, da wurde halt in einer Tour Quatsch erzählt. Sorry, dass ich... Ich muss sagen, an der Stelle hätte ich den Stein bevorzugt. Tatsächlich. Der Stein hätte nicht so eine Grütze von sich gegeben. So sage. Es ist nochmal extra dreist, anstatt Falsches zu korrigieren, hervorzuheben, wie toll er sich doch erinnert. Dadurch entsteht ein viel zu positives Bild für das, was dort abgeliefert wurde. Was ja auch in den Kommentaren wiedergespiegelt wird. Ohne Witz, ne? Leroy, ganz ehrlich. Lösch deinen Kanal. Anscheinend ja nicht. Abgesehen davon gibt es vorher und nachher auch noch einige andere Ungereimtheiten, die nicht so ganz zusammenpassen. Also völlig deplatziertes Lob an der Stelle. Wenn es wichtig wird, kann er sich ja auch plötzlich an nichts mehr erinnern. Beziehungsweise will von nichts gewusst haben. Aber und dann macht er dann den Scholz oder was? Hey, weißt du, kann ich mich nicht erinnern. Die haben auf uns geschossen. Wenn man unwichtige Details aufzählt, ja dann, ne? Als nächstes redet Kurt davon, dass er der Auserwählte war, der in die Sperrzone 1A beordert wurde. Also ziemlich nah an Hitler dran. Die Frage ist, warum ausgerechnet er? Warum war er derjenige, die einzige Person aus der Kompanie, die dafür bestimmt wurde? Ob dafür jetzt besondere Regimetreue der Grund war? Kurt. Meine Frage, ist das Video nicht sogar justiziabel? Schwierig. Ich könnte es meiner Schwester mal schicken. Ich kann das mal prüfen, tatsächlich. Ob das schon in die Richtung Relativierung geht, so, ne? Das würde mich aber auch mal interessieren. Aber, also Volksverhetzung oder so ist immer schwierig. Da musst du schon echt straight up üblen Shit sagen, so. Ohne zu sagen, das war ja nur... Also, das würde mich aber auch interessieren, weil da wird ja aktiv relativiert. Und lieber gibt dem halt Plattform und also unkritisch Plattform, so. Es ist halt... Und bestärkt ihn dabei ja teils noch so. Das ist doch richtig dumm, dass du dich an so viele Sachen noch erinnerst. Ich weiß es nicht und kann es sich auch nicht erklären. Ein direkter Leibwächter von Hitler war er ja nicht, das haben wir schon besprochen. Auch das Begleitkommando war unfassbar regimetreu. Es ist ja auch klar, dass Menschen, die mit Waffen in die Nähe von Hitler gelassen wurden, sehr mit an Bord gewesen sein müssen. Gerade 1944 gab es ja schon das ein oder andere Attentat und Vorsicht war da eine der obersten Prioritäten bei denen. Irgendwas ist ein bisschen faul an der Geschichte. Was genau, kann ich aber nicht sagen. Jetzt bekommen wir erzählt, wie es sich für den Opa angefühlt hat, Hitler zu begegnen. Und dann wusste ich, jetzt geht er, kommt der Pentier raus und geht zu dem Hund an. Ich habe bestimmt Herzklopfen gehabt. Das habe ich heute noch, wenn ich daran denke. Und dann habe ich dann probiert, ob das Koppel richtig sitzt und das Käppchen richtig. Okay, er bekommt also heute auch noch Herzklopfen, wenn er daran denkt, wie er Hitler getroffen hat. Und hat sich da natürlich zurecht gemacht, so man muss ja auch einen guten Eindruck hinterlassen. Warum bekommt er heute auch noch Herzklopfen, wenn er daran denkt? Ist es Nazi-Nostalgie? Damals war das ja ganz klar ein Freundending. Er hat sich ja offensichtlich seiner Erzählung nach gefreut, Hitler persönlich zu begegnen. Wenn er es einfach so dazu in dem Nebensatz sagt, dass er heute auch noch Herzklopfen bekommt, frage ich mich wieso. Und ebenfalls frage ich mich wieder, warum hat Leroy da nicht eingehakt und kritisch nachgefragt, was er damit meint? Durch die fehlende Hinterfragung bleibt es den Zuschauern überlassen, wie sie das zu interpretieren haben. Super kritisch. Das ist halt effektiv Verherrlichung. Also 130 Absatz 3 Strafgesetzbuch steht für Relativierung. Würde mich mal interessieren.
Der war sehr wahrscheinlich nie in der Schanze und hat damit auch nie Hitler gesehen. Kannst du mir auch nicht vorstellen, tatsächlich. Essentiell gewesen, da einzuschreiten, Leroy. Dadurch, dass im weiteren Verlauf über Hitler kein einziges negatives Wort, sogar im Gegenteil, schon fast positiv von ihm gesprochen wird, bleibt auch bei mir ein ziemlich desaströser Eindruck. Vielleicht hat er sich ja unglücklich ausgedrückt. Das kann einem Hundertjährigen ja mal passieren. Leroy, mach deinen scheiß Job und... Ja, aber wir werden es nie erfahren, weil Leroy denkt sich, ich bin ein Stein. Ich cosplay als Stein. Nur wäre der Stein ein besserer Moderator. Und mit positiv meine ich unter anderem Folgendes. Er ließ sich also keine Meldung mehr machen, nur ein einzig Mal. Und von da an wusste der meinen Namen auswendig. Der hat mich angesprochen mit Schütze Schalterberg. Ich kann es missverstehen, aber für mich hört es sich so an, als wäre das eine positive Darstellung. So als wäre er sehr volksnah und würde sich für jeden Einzelnen Mühe geben und sich die Namen merken. Bestärkt wird das Ganze dann noch mit der Aussage um Minute 21, in der uns mitgeteilt wird, dass Hitler sich ja höchstpersönlich um die Verwundeten gekümmert habe und die besucht hat und sowas. Das in Kombi mit dem Herzklopfenpunkt zeichnet ein wirklich unschönes Bild. Die Beschreibungen des Stauffenberg-Attentats von Kurt werfen auch einige Fragen in mir auf. Mal war er direkt drin und will alles mit eigenen Augen gesehen haben, wo mir aber erneut die Frage in den Sinn kommt, warum wurde ein normaler Soldat mit der gesamten Führungsebene in die Wolfschanze zur taktischen und strategischen Besprechung gelassen? Ja, nee, nur wenn es relevant ist, war er Teil des Kreises. Wenn es nicht mehr so relevant ist, war er auch gar nicht mehr so, weil dann wäre er ja eventuell immer noch kritisch zu betrachten. Aber dann, deswegen war er nur irgendein Soldat. So kannst du nicht ausdenken, Alter. Kannst du dir nicht ausdenken. Was war es denn jetzt? Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, da wurde halt einfach nicht jeder reingewunken, aus offensichtlichen Gründen. Auch Erzählungen über Stauffenberg selber sind ungenau und passen nicht zueinander. Bei einigen kam der Verdacht auf, dass sich da vielleicht Erinnerungen mit dem Stauffenberg-Film vermischt haben könnten, weil er exakt die Filmszenen beschrieben hat, Bild für Bild, die er eigentlich gar nicht hätte sehen können. Aber das ist für das Thema hier auch relativ irrelevant. Wir kommen zum absoluten Lowlight dieses Videos. Die Stelle... Ach, das war noch kein Lowlight! Das war noch nicht das Lowlight! Es geht tatsächlich noch schlimmer. Toll. Die wir vorhin angeschnitten haben, weil Leroy sie für so toll hielt, dass er sie schon im Intro präsentieren müsste. Das war übrigens auch die einzige halbwegs kritische Frage von Leroy aus dem Interview. Nämlich, was Kurt jetzt... Damit musste er sich direkt erstmal schmücken. So, er hat auch mal eine kritische Frage gestellt. Im Nachhinein von der NS-Zeit hält. Der ganze Partei schon alles. Haben wir als Soldat ja gar nicht erlebt, sind wir nichts gemacht geworden. Ich nichts wissen. Alles war toll, wir haben gar nicht die Zivilbevölkerung in irgendeiner Weise drangsaliert. Haben wir nicht. Da gab es keinen Vernichtungskrieg und die haben ja auch auf uns geschossen und wir haben die ja auch bezahlt. So, aber von der Partei und von der Politik da haben wir gar nichts von gewusst, haben wir nichts von mitgekriegt. Nee, ich nichts wissen. Das sind nicht die Druiden, die ihr sucht. Und erst nach dem Krieg sind die ganzen Gräueltaten, alles, was bekannt geworden ist, KZ und alles, das ist ja nach dem Krieg erst populär geworden. Ja. Vorher hat ja der einfache Mann, so, der hat doch nie etwas von KZ gehört. Auch wie hier in Hamm. Leroy, das kannst du dir nicht ausdenken, ne? Einerseits behauptet er hat mit Adi gechillt im Bunker, in der Wolfschanze, so. Behauptet er einerseits und andererseits behauptet er, oh, ich hab doch von seinem Nachhinein gehört. Ich hab noch nie von gehört. So, Bruder, bist du entweder Teil der In-Group und hast Ahnung davon gehabt und warst ein Teil der Gang so? Oder du warst nur irgendein Dulli irgendwo im Militär, wie viele andere unserer Großeltern so? Was von beiden war's denn? Ja, wenn es ums Mitwissen und die Verantwortung, die daraus erwächst, geht so, dann wusste er nichts, hat nichts mitbekommen. Aber wenn es darum geht, so, ne, wie wichtig man denn war, so, dann war er einer der Großen. Solltest du da mal genau nachfragen und das nicht einfach so stehen lassen? Ja. Hast du es denn auch gemacht? Nee. Was hast du denn stattdessen getan? Ja. Das war's. Also mal ganz kurz, er redet ja nicht nur davon, dass niemand da was über die KZs gewusst haben will, sondern dass niemand von irgendwelchen... Mengele war auch nur ein Hausarzt. Ja, der hat sich wärmstens um die Patienten gekümmert. Gräueltaten wusste. Das ist gelogen. Straight up gelogen. Also mal abgesehen davon, dass er vorher in diesem Video... Konsens ist, dass die Schwur allen bewusst bekannt war. Wo Historiker streiten ist, in welchem Ausmaß die Bevölkerung davon gewusst hat. Die Bevölkerung, er war ja aber Soldat, er war ja nicht Teil der Bevölkerung. So, ne?
selbst Zivilbevölkerung. Er war ja eingeweiht in gewisse Praktiken. So, und die aktive Verfolgung von jüdischstämmigen Menschen und die davor laufende Verfolgung ja auch schon, die ja da noch außerhalb des Kriegs politisch motiviert war, die ist auch gut dokumentiert und das war auch bekannt. Da jetzt so, ich hab von Lagern und von Disenfranchisement und den Grausamkeiten und solche, hab ich nie von gehört, wussten wir alle, das ist also im Nachhinein. Absolut dreiste Lüge. Absolut dreiste Lüge. Schon davon geredet hat, dass die Juden verfolgt und Synagogen abgefackelt wurden und er das mit eigenen Augen gesehen hat, was ja auch eine Gräueltat war, ist dieses Märchen, dass niemand was gewusst haben soll, einfach falsch. Es ist mittlerweile eigentlich Konsens, dass das falsch ist. Die zeitgenössische Kenntnis vom Holocaust ist bei Forschern aus dem Bereich komplett übereinstimmend eine Lüge. Eine Schutzbehauptung, um genau zu sein. Und ja, es gibt tatsächlich ein Forschungsfeld, das sich nur auf diesen Teil der Zeitgeschichte bezieht. Wenn es bei der allgemeinen deutschen Bevölkerung bereits bekannt war, kannst du mir nie im Leben weismachen, dass jemand, der in der Sperrzone 1 um die Wolfschanze aktiv war, nichts davon mitbekommen haben will. Der wusste davon nichts. Der war so wichtig, dass er in der Sperrzone 1 unterwegs war. So, aber er wusste nichts von dem. Und es war auch nicht so, als wäre Kurt irgendwie speziell isoliert gewesen. Warum lässt Leroy ihm diese Lüge durchgehen? Weil er keine Ahnung hat. Das ist nachweisbar falsch. Ja, ganz einfach, weil Leroy himmelschreiend unwissend ist. Der hat davon überhaupt keine Ahnung, sonst hätte er in diesem Moment aber ganz schnell Widerspruch einlegen sollen. Diese Lüge darf man so nicht durchgehen lassen. Wir reden hier übrigens von dem Zeitraum 44, von dem Kurt gerade spricht, ne? 1938, zu den Novemberpogromen, war es schon eine allgemeine Frage, was jetzt eigentlich mit den Juden passieren würde. Ja. Es gab Zeugenberichte, weil es einigen Häftlingen gelungen ist zu fliehen und die diese Informationen weiterverbreitet haben. Beispiel Witold Pilecki. Überlebende berichten davon, dass sie auch bereits vorher von diesen Gerüchten gehört hatten. Jetzt mal reine Logik. Abgesehen von der Wannsee-Konferenz, wo NS-Behörden und die oberen Ebenen das halt besprochen haben, so viele, die daran beteiligt waren. Denkt ihr wirklich, dass sich das nicht rumspricht? Wie kann es sein, dass BBC 1942 bereits darüber Bescheid wusste und darüber berichtet hat? Warum wusste das OSS, Office of Strategic Services, darüber Bescheid? Ich packe euch einfach mal, keine Ahnung, 5 bis 10 Quellen dazu in die Beschreibung, falls YouTube nicht lässt. Was ist das denn für ein absurder Unsinn, dass die Deutschen von nichts gewusst haben wollen, das aber jeder andere wusste es? Und diese geschichtsrevisionistische Lüge des Unwissens wurde erfolgreich an 1 Million Menschen in Deutschland verteilt. Super gemacht, Good job, Leroy. Kein Wunder, dass ich dann Kommentare lesen darf, wie jemanden wie Kurt mit so viel Leben Erfahrung könnte ich stundenlang zuhören. So etwas ist viel wichtiger als die heutigen Influencer, die. Ja, das Kommentar. 1800 Likes! Echt viel Müll reden. Das ist ein Top-Kommentar. Was ist daran wichtig, historische Falschinformationen zu verbreiten? Da ist es mir lieber, wenn irgendein Influencer irgendeinen Quatsch erzählt, anstatt dass die deutschen Soldaten damals als unschuldig dargestellt werden. Ich gucke jetzt nicht weiter in die Kommentare, sonst fange ich an zu rotieren. Der einfache Mann, so, der hat doch nie etwas von KZ gehört. Auch wie hier in Hamm. Da ist es, ja, die Juden werden kommen nach Betzdorf, die kommen in Lager. Ja, ganz gut. Guck mal, haben wir nichts von gehört, so. Aber die kommen ja, Digga, das kannst du dir nicht ausdenken. Einfach im nächsten Satz widersprochen. Genau, 6 Millionen Juden nach Betzdorf. Ganz klar und logisch. Er spinnt diese Erzählung, dass niemand von irgendwas gewusst haben will, noch den Rest des Videos weiter und wird sogar noch von Leroy dafür gelobt, wie toll er doch aufklärt. Danke. Ganz großes Kino, Leroy. Wirklich. Dieses Video ist eine Schande. Sorry, das so direkt zu sagen, aber das Ding. Was für sorry? Das ist einfach nur blanker Schmutz. Dieses Video ist einfach nur widerlich. Leroy kann sich effektiv löschen gehen. Ohne Scheiß. Mit dem Video hat er einfach allem die Krone aufgesetzt noch. Ihm geht einfach gar nicht klar. Leroy, wie wär's, wenn du solche Themen in Zukunft einfach lässt? Nürnberg offensichtlich bist du einfach nicht für einen kritischen Moderationsstil gemacht, also behandle keine Themen, die diesen Stil erfordern, oder rechne halt mit Kritik. Es kräht kein Hahn danach, wenn bei irgendwelchen Billo-Themen Fehler gemacht werden. Aber bei sowas, ich weiß nicht, irgendwie halte ich von Leroy von Video zu Video. Gar nichts halte ich von dem. Abstand, ohne Witz. Dieser Mensch ist für mich menschlich eine so große Enttäuschung. Mir fällt spontan kein Influencer ein, den ich krasser ablehne als Leroy. Immer weniger. Auch dieses Gefühl, dass Leroy aus seinem Kanal ein Kabinett der Kuriositäten macht. Ja. Das ist nicht meine Ansicht. Das ist eine absolute Freakshow, der Scheiß. Ohne Witz. Ohne Witz. Es ist so widerlich. Das regt mich so auf. Früher, und das noch gar nicht so unglaublich lange her, hat man Menschen mit Migrationshintergrund, Schwarze, hier Neurodivergente, Queer People und so, in Freakshows ausgestellt, um zu zeigen, so, guck mal, diese Andersartigkeit, hihi, dafür hat man Geld genommen, so. Und heutzutage hat Leroy einfach die Uno-Reverse-Karte, so.
Der Schwarze, der eine Freakshow hat. Kannst du dir nicht ausdenken. Nicht mal Kuchen-TV Kappa. Nein, nicht mal Kuchen-TV. Nicht mal Kuchen-TV lädt sich irgendwelche Ex-Nazis ein und lässt die geschichtsrevolutionistischen Scheiß labern. Nicht mal Kuchen-TV macht das. Und selbst Kuchen-TV setzt sich mit der Kritik, die er abbekommt, auseinander. Der ignoriert, Leroy ignoriert Kritik komplett weg. Und löscht Kommentare, die sich kritisch mit ihm auseinandersetzen. Ich erinnere da an der Stelle nochmal an das Funk-Statement-Video, wo er aktiv teils verfassungsfeindliche Aussagen stehen gelassen hat, so mit Zwangsgebührenkontrolle, die wollen doch alle nur die Medien und uns Menschen kontrollieren, scheiß auf den Staat und Labergerede, hat er stehen gelassen, während er Kritik gegenüber ihn blockiert hat. Kein Influencer macht sowas. Nur Leroy. Und er kommt damit durch. Aber lässt sich halt durch die Aufmachung manchmal vermuten. Und vor allem, weil der Fokus nicht auf den betroffenen Personen, sondern auf die Zuschaustellung liegt. Diese absolut harten Themen, die so deplatziert und schlecht moderiert werden, sind nochmal das i-Tüpfelchen obendrauf. Ich habe den Kerl eigentlich wirklich mal gerne geguckt. Aber mittlerweile macht's mir das halt alles madig. Es gab so viel Kritik von allen Seiten. Wirklich jeder hat ihn kritisiert. Und was hat sich geändert? Nichts. Es ist noch schlimmer geworden nach dem Funkaustritt. Und es wird sich auch nichts ändern. Jedes Mal eine Schippe mehr drauf. Naja, wir hören uns im nächsten Video. Wichtiges Video. Super wichtiges Video. An der Stelle wichtiges Video. Ehre, dass Robin sich da, dass der Jud Nerzo sich da die Mühe gemacht hat, dieses schreckliche Thema aufzuarbeiten und da mal Gegenrede zu stellen. Super wichtig. Hat auch noch viel zu wenig Aufrufe bekommen, das Video von ihm. Kannst du dir nicht ausdenken, dass das einfach so hingenommen wurde? Beim besten Willen, ehrlich. Und dass der Kerl immer noch in irgendeiner Weise positiv wahrgenommen wird von einigen Menschen. Ich weiß nicht. Was muss der machen, damit er wirklich so kritisch wahrgenommen wird, wie er ist? Was muss der machen?